Ein herzliches Hallo zusammen, hier ist Katja von Mach's dir schön und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Ich heiße euch heute herzlich willkommen zum Kreativdienstag. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, heute ist der neue Jahreskatalog gestartet, der bis April nächsten Jahres geht. Und heute darf ich ihn auch aufschlagen, weil wir Demonstratoren dürfen die Innenseite der Kataloge erst zeigen, wenn die Gültigkeit begonnen hat. Und das kann ich jetzt heute tun, denn die liebe Susanne hat für den Kreativdienstag heute die Anleitung gezaubert. Und es wird heute eine Sidestep-Easel-Card. Und hier ist ihre Version. Sie könnt ihr bei Instagram bei ihr sehen. Und könnt euch auch durchhoppen bei den anderen Teamies. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, mit diesem Set hier zu arbeiten. Das ist im Katalog Seite 90 Sonnendruck. Und zwar habe ich mir nur vorgenommen, ich möchte auf jeden Fall die Prägeform nutzen. Das ist eine 3D-Prägeform mit so Farnblättern. Bin ich schon sehr gespannt, wie das gleich aussieht. Dann dazu die Stanzform möchte ich gerne nutzen und das Stempelset. Und ich wollte mich bewegen in den Farben Nachtblau und Schiefergrau. Und ich habe mir vorgenommen, ich wollte ein bisschen rummanschen mit Aquarelltechnik. Genau. Was draus wird, ihr könnt gespannt sein. Ich bin's auch. Nach dem Intro geht's los. In meinem passenden Blogbeitrag könnt ihr euch die Anleitung herunterladen, ausdrucken, wie ihr mögt. Und ich fange jetzt mal an. Ich habe schon ein paar Vorbereitungen getroffen. Ich habe schon ein paar Farbkartons zurechtgeschnitten. Und zwar möchte ich, wie ja eben schon gesagt, in Schiefergrau arbeiten. Dann habe ich Aquarell. Möchte ich mit Aquarell was machen. Und da nehme ich immer ganz gern das Seidenglanzpapier. Weil ich finde, das Aquarellpapier hat immer so eine gröbere Struktur und dieses Seidenglanz ist einfach so wundervoll. Ich schaue mal, ob ihr das seht, wie das hier, das ist hier so eine kleine, wie schön das glitzert. Und es ist nicht so extrem glitzerig. Es hat halt so einen Schimmer. Und deswegen mag ich das so gerne. Und ich fange jetzt an mit der Anleitung und falze jetzt das große Stück Schiefergrau. Hier in der Anleitung ist es Bermuda-Blau. Und zwar an der langen Seite bei 2,5 und 5. Dazu nutze ich meine Papierschneidemaschine. Also lange Seite, das heißt lange Seite anlegen. Bei 2,5. Das mache ich immer ganz gerne auf der rechten Seite, weil ich das dann hier lang anlegen kann. Dann bei 5 cm und bei 13 cm. Die Falzlinien wie ein Leporello knicken und falzen. Das würde ja bedeuten, wie so eine Zickzacktreppe, ne? Also ich bin schon ganz gespannt, weil ich die Anleitung jetzt auch zum ersten Mal mache. Wäre das ein Leporello? Naja, wir werden es gleich noch rausfinden. Dann das andere Stück Bermuda-Blau. Also bei mir ist das hier das Schiefergrau. Der an der langen Seite bei 11,5 Falzen. Und nachfalzen. So, ich schau mal. Die liebe Susanne hat hier auch noch ein Foto beigepackt und Tatsache, ich habe es richtig verstanden. So, jetzt stempelt die liebe Susanne schon.
Okay, jetzt geht es quasi schon ans Kreative. Und ich wollte jetzt auf jeden Fall diese linke Seite hier mal prägen. Dafür brauche ich den 3D-Prägefolder. Ich muss noch mal kontrollieren, ob es jetzt auch die richtige. Das ist links, das ist wie die Welle. Das ist 7,5 mal 13,5. Jo, das ist auf jeden Fall das richtige Stück Papier. Und da suche ich mir jetzt hier eine schöne Stelle aus, wo ich das hinlege. Vielleicht noch ein bisschen gerade. Und werde das mal durchkurbeln. Moment. Dafür braucht ihr eine Stanz- und Prägemaschine. Und da das ein 3D-Folder ist, benötigt ihr, das ist hier immer ganz super erklärt, hier Verwendung mit 3D-Prägeform. Da braucht ihr einmal die Platte 1. Das ist diese hier. Dann den Prägefolder und dann nur noch die Platte 4. Das ist diese hier. Wenn ihr prägt, achtet bitte darauf, dass ihr mit der geschlossenen Seite voran den Prägefolder benutzt, weil sonst kann euch der so beim Durchschieben kann sich das verschieben und dann kann der brechen. Deswegen immer mit der geschlossenen Seite nach vorne. Dann war es das schon. Dann ist es, finde ich, immer so wunderschön zu sehen, was bei rauskommt. Guck mal, sieht das nicht toll aus? Und auch hier ist es wieder so ein Prägefolder, wo man beide Seiten gut nutzen kann. Manchmal gibt es so eine Vorderseite und so eine Rückseite. Ich glaube schon, dass das hier die Vorderseite ist. So. Genau, so werde ich das, glaube ich, gleich draufkleben, weil es dann die verschiedenen Tiefen hier bekommt. Seht ihr hier, ne? Also diese 3D-Prägefolder sind echt der Hammer. So. Dann packe ich das jetzt mal eben beiseite. Wird jetzt hier die eine Seite, so wie ich das verstanden habe, kommt das nachher darauf. Das sieht schon mal gut aus. Und das wird der andere Teil, der dann so hochkant ist. Ich habe als Auflage habe ich hier einmal Grundweiß genommen, weil ich hier auf diesem Blatt auch gleich was mit Weiß embossen möchte und dann mit dem Nachtblau aquarellieren, damit sich das Seidenglanz ist nicht ganz weiß, das hat so eine leichte Tönung, damit das aber das Weiß noch mal hervorscheint, habe ich hier noch mal noch eine, ich komme gerade nicht aufs Wort, noch eine Auflage gemacht. So jetzt. Okay. So, das heißt, wenn wir jetzt, ist da so kompliziert aus. Ich dachte, wir müssen so viel falzen und schneiden. Deswegen werde ich mir jetzt doch noch mal den Rest der Anleitung durchlesen, damit ich weiß, in welche Richtung ich das nachher kleben muss. Kleinen Moment. So, ich glaube, ich habe verstanden, wie man es macht, aber ich nehme jetzt einfach erstmal die Auflage und bearbeite die und kann die ja dann am Ende richtig draufkleben, habe ich überlegt, damit mir das nicht schief läuft. Und zwar werde ich jetzt embossen mit weißem Embossingpulver. Und dann nehme ich mir jetzt mal diesen Stempel und diesen Stempel. Ich glaube, das reicht mir schon. Ach, ich nehme auch noch diesen schon mal raus. Vielleicht passt das noch.
Und wie ihr seht, die sind jetzt niegelnagelneu hier. Das baue ich mal später zusammen. So, mal schauen. Der passt hier drauf. Der ist so klein. Und da nehmen wir doch den hier. So. Und für Embossing braucht ihr Versamatt. Das ist so eine klebrige, also es ist kein Kleber, aber eine klebrige, ich habe schon fast gesagt Tinte, aber eine Tinte ist es ja gar nicht. Und jetzt überlege ich mal, wie ich das hier so liegen haben will. Ja, die drei passen auch. Vorab gehe ich mit dem Embossing Body rüber, weil an dem Kleber bzw. an dem also das Pulver haftet an jeglicher klebrigen Stelle. Und natürlich ist unser Finger ja auch mit Fett und so, und das würde sonst auch kleben. So, deswegen gebe ich hier mal ordentlich drauf, versuche danach nicht noch mal drauf zu patschen. Und je nachdem, wie groß euer Stempel ist, oh, ich sehe gerade, der Arm wackelt hier immer so, ne? Das werde ich nächstes Mal anders befestigen, damit ihr hier nicht hier so durchgeschüttelt werdet. Also ich gebe hier ordentlich Versamark drauf. Im Gegensatz zu den Stempelkissen, wo ich immer sage, ganz vorsichtig, könnt ihr hier richtig Gas geben. So. Wenn ihr jetzt genau hinguckt, seht ihr schon so einen Ton in Ton. Das werden wir aber gleich nochmal richtig ausarbeiten. Ihr habt jetzt so ungefähr 15 Minuten Zeit, das zu verarbeiten, bis das Pulver drauf kommt, weil das trocknet natürlich auch irgendwann. Natürlich dadurch, dass das so dickflüssig und zäh und klebrig ist, dauert das natürlich eine Weile, bis das klebt. So habt ihr im Momentchen natürlich Zeit. So, es ist gleich auch ein bisschen überraschend, wie es am Ende dann aussieht. Und jetzt nehme ich mein Embossing-Pulver. Ich habe hier übrigens so einen Magneten dran, damit da auch immer der Löffel gleich parat ist. Gucke, dass ich nicht so viel anfasse. Und streue da Pulver drauf. Jetzt seht ihr schon, oh, sieht so schon so schön aus. Wie filigran das sogar wird. So, noch mal ein bisschen abklopfen. Gucken, ob irgendwo Pulver hängen geblieben ist, wo es nicht hingehört. Aber das sieht gut aus. Bisschen wieder zumachen und gut wegstellen. Nicht reinpusten, nicht reinhusten, nicht vom Tisch fegen. Und jetzt brauchen wir nur noch den Embossing Föhn und erhitzen das. Moment. Der ist bei mir hier immer griffbereit, aber manchmal ist das Kabel so ein bisschen verdaddelt. So, und jetzt kommt immer so der Magic Moment, wobei bei Weiß auf Weiß wird nicht so viel zu sehen sein. Wir schauen mal.
schon habt ihr da so eine 3D-Schicht drauf. Ach, sieht schon so, so schön aus. Aber jetzt wollte ich ja noch mal ein bisschen mit dem Aquarell euch was zeigen. Und zwar nehme ich da, ich habe hier so eine Folie. Da könnt ihr natürlich auch so eine große Plastiktüte irgendwie aufschneiden oder so. Wo ich jetzt überlege, ob das nicht vielleicht doch besser ist. Sie ist ein bisschen klein, das mache ich jetzt nochmal hin. So, ich habe jetzt hier nochmal lieber doch eine größere Abdeckfläche genommen. Und es gibt jetzt verschiedene Varianten, wie man das natürlich machen kann. Ich werde jetzt einfach hier so ein bisschen Tinte. Es wackelt schon wieder, ne? So dass ich gleich, ich sehe gerade, ich gehe hier so ein bisschen von dem Rand jetzt hier lieber weg. So, jetzt ist das ein bisschen eingesaut, das muss ich gleich erstmal sauber machen. Und dann nehme ich einen Alkoholspritzer, also einen Stempel-Spritzer habe ich hier immer so parat, einen mit Wasser. Und einen auch mit Alkohol. Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, es ist der hier. Eigentlich habe ich das immer beschriftet. Hier habe ich zum Beispiel auch einen blauen. Und hier so mit grüner Farbe und Alkohol. Der Unterschied zwischen Alkohol und Wasser in dem Fall ist, dass Alkohol natürlich schneller trocknet. Aber dadurch, dass ich hier Aquarellpapier benutzt habe, geht beides. Ich weiß jetzt gar nicht, was es ist. Entweder Wasser oder Alkohol. Und dann ditche ich das da jetzt einfach rein. Warte einen Moment. Und das hätte ich vielleicht vorbereiten sollen. Ich habe jetzt hier am. Es wälzt sich hier schon hoch. Also ich hatte jetzt eigentlich vor, das hier so mit hochzuheben, aber es wälzt sich hier schon von alleine hoch. Und jetzt hat es da ganz viel Farbe abgekriegt, seht ihr? Und ich überlege jetzt gerade, man hätte auch noch es viel feuchter machen können und dann so ein bisschen hin und her wischen. Das geht auch. Jetzt sieht man hier noch nicht so einen super Effekt, aber ich werde hier mit einem Tuch alles griffbereit. Hier werde ich das erstmal so beiseite legen. Werde ich das jetzt hier abwischen. Und jetzt kommt der embosste Stempelabdruck nochmal wieder zum Vorschein. Und jetzt hat das hier so ein bisschen was, ja, wie so ein Siebdruck. Es ist jetzt sehr dunkel geworden. Jetzt kann man beigehen und sagen, okay, ich will hier nochmal so einzelne Wassertropfen rausholen. Beziehungsweise hier die Ecke werde ich jetzt einfach nochmal. Hier so nochmal reingehen, damit es da an der Stelle nochmal dunkler wird. Ich mache es jetzt komplett. So, das hat mir noch nicht so gefallen gehabt. Hier noch die Ecke. Okay, wie gesagt, es ist schmatterig, aber das hatte ich heute auch irgendwie Lust drauf. So, jetzt nehme ich hier noch mal die Farbe runter. Und jetzt kann man beigehen. Ah, ja, jetzt kriegt es auch den Effekt, den ich so ein bisschen wollte. Jetzt kann man beigehen und ich werde mir hier noch mal so ein bisschen Wasser hingeben.
mit dem Aufhellhelfer mit dieser Seite hier noch mal so Tropfen drauf machen. Dann geht es gerade nicht. Wenn man die dann nämlich noch mal runterholt, ich glaube, ich föhne es einmal. Genau, es war jetzt noch zu feucht. Deswegen hat der Trick nicht funktioniert. Ah, jetzt nehme ich. Seht ihr, jetzt habe ich hier so einen Tropfen drauf gemacht. Wenn ich den jetzt runternehme, dann kommt hier so, ja, so ein Wassertropfen-Effekt. Und das will ich jetzt noch an einigen Stellen haben. Muss ich nur gucken, wo hier mein Wasser hingelaufen ist. Kann man hier auch so größere Tropfen? So, mit dem Finger geht es auch. So. Und wieder mit dem Tuch abnehmen. Hier will ich noch einen hin haben. Und wieder trocken föhnen. Wenn man es nur von hinten, nur von vorne trocken föhnt, kann man auch noch mal von hinten gegenföhnen, damit das Papier dann etwas gerader wieder wird. Sonst kriegt so eine Welle nur zu einer Seite. So, jetzt nehme ich mal mein Geschmatter hier weg erstmal. So, und dann möchte ich nachher noch dieses Band hier benutzen. Jetzt schaue ich erstmal weiter. Hier klebe ich jetzt die Auflage drauf. So, die Auflage wird hier unten drauf geklebt. Da mache ich jetzt hier den Kleber drauf und hier so ein bisschen am Ende. Jetzt muss ich noch mal die Anleitung kurz lesen.
Okay, ich glaube, ich habe es wieder verstanden. Also hier unten das lange Teil, dann umdrehen. So, jetzt hatte ich es gerade doch falsch zusammengeklebt. Jetzt musste ich das hier noch mal so ein bisschen retten. Und zwar klebt ja hier diese Faltkarte so zusammen und klebt jetzt nur dieses Stück hier fest. Das seht ihr jetzt hier, dass ich hier ein bisschen fuschen musste. Das kommt davon, wenn man nicht richtig liest. Und es wird dann hier so zusammengeklebt. Jetzt hier so einen kleinen Klebestreifen. So. Gebe ich dem Tombow ein bisschen Zeit anzuziehen. Und dann müsste das schon... Ah, also die Karte wird so zusammengefaltet, geschickt. Und dann kann man sie so hinstellen. Ja, wunderbar. So, und da mache ich jetzt hier die Auflagen drauf. Also hier wollte ich ja das Helle von diesem Weißen nochmal aufnehmen. Dann möchte ich noch ein paar das eine Stanzteil aus dem Set nehmen. So, ich musste mich jetzt erstmal kurz sammeln, wie ich es überhaupt am Ende haben will. Und ich hatte hier zum Beispiel gerade so ein größeres Stanzteil aus dem Set. Also dieser Kranz ist wunderschön, aber ich finde, der ist too much jetzt für die Karte. Und dann, finde ich, geht auch diese Technik hier total verloren und das Design. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Also ich werde das jetzt hier auf jeden Fall draufkleben. Und dann nehme ich jetzt hier den Link und Fix Plus. Ups. Hab ich gar zu kräftig gedrückt. So. Ach ja, das kann auch mal passieren, ne? So. Mich hier nochmal die Ecke mit Tombow. So, klebe das hier mittig drauf. Ich sage noch mittig. So, jetzt aber. So. Und habe mir nämlich jetzt überlegt, dass ich hier nochmal so ein Pergamentpapier mache, damit der Bruch hier nicht so dolle ist und man nochmal so einen Akzent kriegt. Deswegen werde ich das jetzt hier befestigen. Dann werde ich das dann noch ein herzliches Dankeschön drüber. Und dahinter wollte ich eigentlich noch hier das Band sichtbar machen. Und zwar wollte ich da hier mal versuchen, wie da so eine Schleife aussieht im Hintergrund. Eine etwas größere. Oder doch eine kleinere. Mal gucken. Hier so drauf oder... Hier einfach so hintergeschnuddelt. Ich glaube, das gefällt.
gefällt mir ganz gut. Da brauche ich jetzt die Schere, die gerade irgendwie nicht griffbereit liegt. Ein bisschen größer möchte ich sie schon noch machen, die Schleife. So. Genau. So. Und das befestige ich jetzt hier quasi. Ich klebe erstmal das flüsterweiße Etikett auf das transparente und dann sehe ich, wo ich beim transparenten Kleber aufbringen kann, ohne dass man das sieht. Das hat übrigens ein Maß von 4x9. So. Und hier hinter würde ich gerne die Schleife noch haben. Ja. So, habe ich mir das vorgestellt. Jetzt brauche ich nur noch so Schleifen, klebe ich ganz gerne mit dem Glue Dot fest. So. Genau. Und das kommt jetzt da drauf. Mit einem 3D-Klebepad. So. Auch noch einen hin. Jetzt mache ich noch mal so ein bisschen, gucke ich noch mal, wieso der Abstand zu den Rändern, wie ich den gerne haben möchte. So. Und schon ist sie fertig. Die Sidestep Easelcard. Vielen Dank, liebe Susanne, für die tolle Anleitung. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich finde, die macht jetzt auch was her. Toll. Hinten hätte man bestimmt auch noch die Möglichkeit, was drauf zu schreiben. Vielleicht noch einen Aufleger drauf zu machen. Und innen drin ist ja sogar auch noch Platz, um etwas zu schreiben. Genau, eher innen als hinten. Super, die gefällt mir richtig gut. Dann bis zum nächsten Mal.